Haltet euch gut fest, denn heute machen wir eine wilde Reise durch ganz Drakonien. Wir haben mehrere Orte, die wir betreten sollen und fangen wir direkt an mit diesem Moosgebiet, denn Schwarzer wartet auf uns. Wir müssen ihr sagen, dass wir tatsächlich geschafft haben, 40 und mehr Ballons platz zu lassen. So, wir haben es geschafft. Na klar. Unmöglich, du verschaukelst mich doch. Schaut dir das Schorsche nach. Okay. Unfassbar. Er hat es geschafft, Schwarte. Er hat 40 Ballons sogar platzen lassen. Meine Güte, ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt. Hätte nicht gedacht, dass du das Zeug dazu hast. So war das unseren Schatz auf jeden Fall haben. Und ich wollte ihn auf keinen Fall hergeben. Na schön, du kriegst ihn. Nice. Und zwar einen weiteren Flügel und ein ruheloses Herz. Ein Accessoire, das sicherstellt, dass er den Träger in Zeiten der Not niemals der Mut verlässt. Danke. Ja, allerdings, du hast dich ziemlich gut geschlagen. Wenn du so weitermachst, müssen wir dich vielleicht sogar als Rivalen betrachten. Aber nur, wenn du uns zeigst, aus welchem Holz du wirklich geschützt bist. Zieh los und mach jetzt 60 Ballons insgesamt platzen. Platzen, tun, mach das. Ja, mach das. Wenn du schaffst, kriegst du einen ganz besonderen Preis, den wir für einen würdigen Rivalen aufgehoben haben. Okay, ich würde mal vermuten, das bedeutet, das sind dann alle Ballons? Würde Sinn machen. Ja, okay, das kann sehr lange dauern, da werde ich wahrscheinlich einen Guide auch für brauchen. Whoops! Und jetzt, ja, wenn wir schon dabei sind, Freunde, dann bringen wir auch kurz unseren Schatz zurück und gehen dann zum Drachenkopf. Denn da gibt es irgendwie so 5 Missionen oder so, die wir machen müssen. Also wirklich einiges zu tun. Und dann, nach dem Drachenkopf, habe ich auf jeden Fall heute noch vor, in die Wüste zu gehen und... ja, die andere Hälfte mal zu stauben. Ich habe die Wüste bisher wirklich aufgeschoben. Was nicht extra war. Weil es gab so viel hier und da zu tun. Ich habe aber keine Zeit dafür. Genauso wie das Gewirr. Und das Gewirr müssen wir auch noch machen. Mache ich noch. Ich hatte keine Zeit dafür bisher. Was bist du denn für einer? Statue von Yangus. Als Konfirmation. Die Statue eines ehemaligen Banditen, der mit mächtigen Muskeln und enorm viel Edelmut gesegnet war. Statue eines Schreinhüters. Fast 100.000. Die Statue eines wundersamen Wesens, das im Tempel der Mysterien wohnt und wusste, wo sich die seltsamen Steintafeln fanden. Und zum Butzbüttlerklos? 50.000. Eine feine Speise, die oft auf dem Fischerfest in einem Inseldorf verzehrt wird. Wie hat es das in einem Schatz... Wie hat das überlebt? Das ist ein Stück Essen. Na egal. Ja, krass, Mann. Haufen Schnee. Kristallener Pferdemist. Ugh. 1.000.000? Ein pestilenzartig stinkender Haufen Pferdeäpfel, nachgebildet aus Kristallglas. Ja, hoffentlich nur nachgebildet. Gewöhnlicher Käse! Warum ist der fast 50.000 wert? Ein scheinbar harmloses Stück Käse, das allerdings gewisse Geschöpfe bei Verzehr Feuer speien lassen kann. Hm? Dann ist er aber nicht so gewöhnlich, oder? Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Gewöhnlicher Käse? Stell ich mir anders vor. Na gut, wie viel ist der Rest wert? Wir haben hier noch ein schönes Herz. Das ist 3.400.000. Und die Statue vom letzten Mal? 3.900.000. Nice. Und Schätze wurden poliert. Über 1.000.000. Nice. Wie sieht's aus? Eyes on the prize. 30.000.000 plus. Oh, fast. Wir sind fast schon im nächsten Rang. Das geht super schnell alles. So crazy. Genau, das haben wir gemacht. Das ist einfach eine Daily Mission. Das ist nicht wichtig. Was machst du denn hier? Was zur... Oh, du bist's. Ein Glück, dass du hier bist, Vater. Ich brauche deine Hilfe. Du musst nämlich wissen, dass meine Herrin von einem schrecklichen Monster angegriffen wurde. Sie konnte entkommen, aber jetzt ist sie ganz allein. Sie ist auf dem Rippenwall, in den Kragenweiten. Ich habe sie schon auf der Karte eingezeichnet. Bitte, du musst sie retten. Warum machst du es nicht? Du bist ihr Begleiter. Oh Mann, muss ich wirklich alles alleine machen? Wo ist es denn? Hier? Triff dich schnell mit Briesler. Ja, okay, es ist sogar der einzige Ort, wo ich noch nicht war, hier oben. Das ist ja lustig. Na okay, so lustig jetzt ist es vielleicht nicht. Wir sollten uns beeilen. Also schnell zu Schattige Oase. Wo ist denn das? Da. Rippenwall. Ah, damit ist es gemeint mit Rippenwall. Okay. Machen wir das halt schnell noch eben. Kam jetzt dazwischen. Unerwartet.
haben wir noch nachschauen müssen, weil wir haben letztes Mal einen Rubin-Golem gefunden und ich wollte schauen, welchen Level der ist und ob wir ihn vielleicht sogar in unser Team reinkriegen können. Das hat doch was. Fände ich. Ich glaube, wir müssen jetzt nach rechts. Ja, 200 Meter in die Richtung. Okay, hier waren wir schon mal in diesem Gebiet. Aber scheinbar muss man, ich sag mal, in Anführungsstrichen erst jetzt hier hin. Ist eigentlich nicht schlimm, wir haben es halt schon gemacht. Oh, diesen Schatz. Oh, nein, ich werde dann ausgraben. Schütze mich bitte. Sie will mich angreifen. Ja, killt es schnell. Danke. Dun, dun, dun. Better get this appraised. Oh, sieht lecker aus. Ich glaube, das Ding kenne ich sogar. Diese Frucht. Die ist doch bestimmt auch aus Dragon Quest 9, oder? So, und ab geht die Post. Das ist aber auch einer der besten Soundtracks in diesem Spiel. Das klingt einfach so gut. So verdammt gut. Wie komme ich da am einfachsten hin? Oh, Ballon! Nein! Ballon! Warte, stopp! Ballon! Ich sehe ihn! Reicht das? Oh! Ja! Ja, das hat gereicht! Als ob ich das gehittet habe, Mann! Let's go! Und gut, dass ich hier schon mal erkundet habe, weil die Steintafel hatten wir auch schon. Jetzt können wir einfach schnurstracks direkt was mit Priester machen. Warum seid ihr gestrandet? Kommt ihr nicht weg? Oder wo ist das Problem? Ich gehe sie mal fragen. Ah, was? Ich habe meine Herren enttäuscht. Eric, bist du das? Was für ein Glück, ich stecke hier ziemlich in der Klemme. Ich hatte das Drago-Juwel endlich gefunden. Aber als ich gerade wieder zurück wollte, hat mich ein Steampunk angegriffen und mein Juwel bestibitzt. Inky, warst du das? Warte mal kurz, was machst du überhaupt hier, Eric? What? Was? Eric hat dir gesagt, dass du mich suchen sollst? Oh, du liebe Zeit. Sie hat mich also selbst nach unserem kleinen Krach nicht aus den Augen verloren. Sag ihr, dass sie sich keine Sorgen um uns machen muss. Isabella und ich waren zwar ein wenig komponiert, aber wir konnten entkommen. Would you mind? Also ich frage ja nur ungern, aber könntest du mir vielleicht noch einen Gefallen tun? Oh. Wie es scheint, hat der Steampunk, der mich angegriffen hat, dann versteckt in den stürmischen Sanden. Meinst du, du kannst dort vorbeischauen und brutalen Besser den Weg zu erteilen? Ich möchte unbedingt dieses Juwel zurückhaben und du bist die einzige Person, an die ich mich wenden kann. Und das ist wo? Oh. Dort drüben. Wie komme ich da lang? Oh. Oh, ein bisschen was zu sammeln. Ah, wahrscheinlich. Ballon! Ich bin süchtig nach den Dingern gefühlt. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht im Menü sehen kann, 0 von 10 Ballons oder so pro Gebiet, keine Ahnung, wie viele man pro Gebiet eingesammelt hat. Weil das hätte ich wirklich dringend nötig. Weil das Backtracken nach den Dingern am Ende des Spiels wird überhaupt nicht spaßig, ich kann euch jetzt schon sagen. Versuch's mal. Auf gut Glück, auf gut Glück, auf gut Glück. Schau mal nicht. Versuchen wir es gleich nochmal. Hier hoch. Dann. Ne, warte, hier ist glaube ich richtig. Hier lang. Hier ist so ein Luftstrahl, oder? War nicht hier? Und wo war der Ballon? Psst, sehe nicht mehr. Hm? Ist er über uns? Ich höre doch was. Da ist er. Boah. Nein! Nein, was zum... Achso, wir sind im Strahl. Im Luftstrahl. Ciao, Ballon. Irgendwann kriegen wir dich. Vielleicht. Bestimmt. Vielleicht. Oh, Treasure. Hier? Nö. It's gone. Ja, ich weiß, du magst gern swoopen. Aber super, nicht klauen, ja? Okay, es sollte hier relativ in der Nähe sein. Wo sind wir komplett falsch? Die warte mal. Das ist ja hier nur für so eine Kiste. Mit einem, oh, Rubin-Golem. Ja, über den habe ich gesprochen. Hä?
Also war hier nur ein Schatz, den ich verpasst habe. Mehr ist hier nicht. Wie komme ich denn... Das verwundert mich jetzt. Wie komme ich denn hier hin? Wahrscheinlich wäre es am einfachsten von hier aus, um wieder hinzuklettern, weil jetzt bin ich jetzt... Ja, ich würde nicht sagen stuck, aber ich bin ja ein bisschen feste. In diesen Ruinen, aber... Wir werden hier schon noch rauskommen. Ich glaube, ich kann hier außen rum. Das habe ich auf jeden Fall letztes Mal gemacht. Hier so außen rum nach ganz oben. Und da gab es auch einiges zu erkunden. So viel ist sicher. So viel weiß ich noch. Dieser Ballon. Ich will den Ballon. Ich will ihn unbedingt haben. Ich will den Ballon. Hey! Da ist auch ein Schatz, da kommen wir noch mit. Und den Rückweg, den habe ich glaube ich schon mal gemacht, deshalb werde ich ihn euch ersparen. Oh, ich muss den Schatz noch schnell aufgraben. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der Schatz? Oh. 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 Das ist aber nicht. Das ist nicht der Schatz, oder? Doch. Nein! Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube schon, dass das der Schatz sein soll. Mach ich das Gewirr eben? Ja, komm. Komm, machen wir es eben. Wir haben es gerade gefunden. Ich bin gerade hier. Na komm. Machen wir es eben schnell. Schwer wird es nicht sein. Safe nicht. Bestimmt zur Stufe 40. Maximum. Oder? Oder? Gucken wir mal rein. Oh, 43. Ja, was ein guter Gegner. Das macht also den Unterschied hier aus. Okay. Hochgelevelt, aber es sind Noobies. Die so gut wie nichts können, vermutlich. Bam. Der lebt noch. Stopp. Auf zu leben. Danke. Wie viele Ebenen gab es nochmal? Ich glaube, bis eben der 5 ging es. Was ist passiert? Wieso bin ich fast tot? Und Leo war auch fast tot. Wie ist das passiert? Wie konnte das passieren? Ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich habe nicht gespeichert. Ich dachte mir so, ja, easy, wollte ich speichern. Braucht's nicht. Jetzt habe ich voll Angst. Ich habe mich no joke gerade voll Angst. Kurz Herzrasen bekommen. Hilfe. Oh, sind wir schon da? Cool. Und was kriegen wir? Aha, wir wurden aufgefüllt. Oh ne, wir haben Regeneration-Dings bekommen. Okay. Boss-Time! Ja, es ist diesmal. Es ist niemand Kriegeres als der große Herr Henker! Sein zweites Comeback! Das ist der dritte Kampf gegen diesen Henker-Boss. Und er kann immer noch nichts. Er hat immer noch nichts dazugelernt. Er hat sich nur gelevelt, hat nur ein bisschen mehr gekämpft. Aber gelernt hat er nichts. Ja? Zeit verschwendet, aber nichts Produktives in seinem Leben erreicht, der Henker. Bam. Komm, jetzt besieg ihn halt. Der Typ kann nichts. Ich brauche Heal und meine Kollegen brauchen auch Heal. Ja, er hat sich gerade selber gekillt, gesehen. Ja, ich revive ihn schnell. Wir können ja so lange weiterkämpfen. Oh, 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 oh! Hat noch ganz knapp geschafft. Und jetzt! Oh, der Damage, der Damage! Das ist wichtig, das ist wichtig! Den Drachen entfesseln! Erstmal, dass ich das mache, Freunde! Mach ich jetzt mehr Schaden? Oder bin ich schneller, generell? Ich glaube, es war einfach alles schneller von mir. Meine Angriffe und mein Heilen. Ich glaube, das ist das, was es macht. Bam! Er lernt einfach nie dazu. Er will mein Rivale sein. Aber nicht mal dazu ist er gut genug. Nicht mal dafür ist er gut genug. Er kann nichts. Ein Schatz. Ich schätze, wir sind hier fertig. Richtig so. Ja, und den Silberschatz kann ich auch noch eben aus. Komm, warum nicht? Freunde? Ich glaube, ich habe gefunden, wo wir hin müssen. Da drüben. Und hier ist ein Jagdroboter. Suchen wir den nicht? Warte, brauchen wir nicht den Jagdroboter für irgendwas? War da nicht was? Irgendwas war doch mit einem Jagdroboter mal. Hey, habe ich noch im Kopf. Kristallschein, backen wir die?
Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war das auch schon zu Ende. Was haben wir dafür brauchten? Ah, und hier ist es auch wieder so windig. Okay, ja, wir kommen jetzt gut durch. Ah ja, und wieder eine Rival Gang in der Nähe. Nerv und Golem, alles Mögliche. Aua. Lass uns doch einfach in Ruhe. Was habt ihr denn für ein Problem mit uns? Ihr nervt nur. Und ein Golem. Darf ich eben ausgraben? Ist das okay? Ist das okay, wenn ich kurz ausgrabe? Es dauert auch nicht lange, ja? Danke. Ey, aber ey, Respekt an ihn. Er hat mich ausgraben lassen, bevor er mich zerdrescht. Nicht schnell weg. Ja, ich grab das auch noch hier ein bisschen aus, ja? Die Knochen deiner Vorfahren bestimmt. Danke, Mann. Ciao. Okay, ich kann noch bestimmt hier entlang jumpen. So, boing. Fliegen. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Oh, Leo ist down? Ja, sorry, aber was soll ich machen? Der ist viel zu weit hinten. Alter. Leo. Ich hol dich später ab. Ich gehe mit dem Flügel raus. Das ist ein Ballon. Ich will den unbedingt haben. Nein. Komm schon. Jetzt. Ja, schön. Okay, wen suche ich hier? Steampunk, da hinten. Ja, revive them. Nein, wir können... Ah! Wir können es auch ohne ihn machen. 42. Also ist er ungefähr auf unserem Level. Den kriegen wir hin. Erstmal seine Untertanen hier, seine Guards. Die ihn bewachen. Nein! Nein! Was macht das Rivalenteam denn jetzt schon hier? Alter, was ist das für ein Level? Oh mein Gott. Mein was, Gage? Ich hab keine Ahnung, was gemeint war. Oh. Der Schatz wurde geplündert? Nein! Das gibt's doch nicht! Lass meinen Schatz liegen! Was zur Hölle? Haben die jetzt wirklich meinen Schatz geklaut? Ich hoffe nicht. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen eigentlich. Komm, lass uns eben den Job hier abhaken. Und schauen, wie es weitergeht. Hoffe, ich muss nicht zurückrennen zu Brisela. Ich glaube, ich würde so oder so den Flügel einfach benutzen. Warte mal. Hier. Den brauchst du. Und du auch. Und ihr braucht eine Tracht Prügel. Oh nein, oh nein. Die haben uns alle gefunden. Die haben uns alle entdeckt. Was macht der da? Was zur Hölle, Alter? Wie hat der so einen riesen Schwert herstellen können. Nein, ich will deine Untertanen nicht haben. Nur weil sie dir nicht mehr gehorchen, Idiot. Also wirklich. Das sieht aber cool aus, der Typ. Ich hätte auch nichts dagegen, den unseren Typ zu haben. Ich meine, ne? Okay, kann man nicht. Schade. Schade. Ich wollte es trotzdem mal versucht haben. Hier. Wäre jetzt ganz gut. Euch beide. So, jetzt Angriff! Halt dich auf den Boden! So, und? Der Drache in mir wird erweckt! Du erweckst das Tier in dir! Jetzt sind wir viel schneller unterwegs. Sie gehen! Schwere Steine. Ja, Mann! Ich weiß übrigens nicht genau, wie diese Ability hier funktioniert, aber halt ja lange anzuhalten. Irgendwie verbrauchst du doch keine MP. Keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nur, es ist sehr hilfreich. Vor allem gegen den Steampunk, der jetzt down geht. Hä? Ich wollte gerade hier ausschalten. Ausschalten. Ja. Gut. Ach Gott, so lang ist es hier. Oh, du hast es geschafft, Eric. Du hast dieses Biest besiegt. Unglaublich.
Mhm. Oh, Mann. Oh, Mann, das Drachengewehr hast du auch noch wieder beschafft. Das ist ja perfekt gelaufen. Boah, sehr gut, Flutter. Sieht aus, also Ariel, sieht aus, als wäre ich gerade noch rechtzeitig gekommen, Flutter. Ariel. Ah, Ariel, vielen, vielen Dank. Es tut mir alles so leid. Lassen wir das doch hinter uns, okay? Und sieh mal, das ist für dich. Flutter, oh, du musst mir keine Schätze geben. Ich habe nämlich gelernt, dass manche Dinge viel wertvoller sind als Schätze. Flutter, Flutter, bei dir zu sein ist das Allerwichtigste. Oh. Thanks. Ah, oh, danke vielmals, Ariel. Lass uns ab jetzt immer zusammenbleiben. Ja. Miau, willkommen zurück, Ariel. Yeah, und sie haben sich auch vertragen. Vielen Dank, Eric. Du warst der absolute Hammer. Würdet ihr dieses Juwel als Dankeschön zusagen? Ich brauche es nicht mehr und es wäre schön, wenn es zum Einsatz kommen könnte. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, aber ich nehme trotzdem mit. Boah, das sieht cool aus. Draco-Juwel, ein funkelndes Juwel, das unter Dracos und dergleichen Monstern heiß begehrt ist. Und Statue von Briesela. Sie hat es geschafft. Eine Statue von Briesela, einer aufstrebenden Schatzjägerin aus dem Sylvanianischen Königreich. Also ihre Quest haben wir somit wahrscheinlich jetzt auch abgeschlossen. Ja. Ich würde sagen, auf zu Prinzessin Erdemann, ne? Ne? Also dann gehe ich mal zurück zum Sylvanianischen Lager auf dem Drachenschädel. Wenn ich bald neue Hinweise finde, stecke ich in Schwierigkeiten. Wir sehen uns. Oh oh. Ja, wie? Und ich werde jetzt einfach hier gelassen? Freundliche Rivalen-Achievement. Ja. Oh, hi Leo. Stimmt. Dich gibt's auch noch. Oh. Okay. Cool. Ja. Danke für den Flügel. Ich würde sagen, den benutzen wir direkt mal. Ja, warum nicht? Wir haben 15 Stück. Ich finde, da können wir die auch ab und zu mal benutzen. So selten sind die jetzt tatsächlich auch nicht. So? So? Oh, schön, dass es hier geskippt wird. Weil wir sind ja nicht mit Zug hergekommen. Aha, Statue von Prinz Kamiha. Kamiha! Fast 200k. Die Statue eines Prinzen, der den Schelm im Nacken hatte. Ja. Greifhaken, 100k. Ein grobes Seil mit einem praktischen Haken am Ende, der einiges aushält. Statue einer zänkischen Zecke. 50k, ein Modell eines Monsters. Und ich wusste, diese Frucht ist ikonisch. Ich kenne diese Frucht. Ich habe vergessen, wie das hieß, aber es hat so einen komplizierten Namen gehabt. Wie hieß es? Komm, sag's mir. Eine Függe, genau. Boah, 11 Millionen. Die goldene Frucht des Weltenbaums. Genau. Oh, die würde ich jetzt am nächsten Rangaufstieg hier ausstellen lassen. Vor allem, weil das auch für mich so einen Wert hat. Ihr wisst, ich liebe Dragon Quest 9. Das ist das einzige Dragon Quest, das ich bisher gespielt habe. Neben diesem jetzt. Und das Spiel war so geil. Und das hier ist auch sehr geil. Auch ein gutes Spiel hier. Und hat glücklicherweise gereicht. Rang 12! Silberjäger! Und ich hatte recht. Ich hatte vollkommen recht. Nächster Rang ist ein Goldjäger. Da brauchen wir noch ein gutes Stückchen für. Doch, doch, da brauchen wir noch ein gutes Stückchen für. Okay. Und jetzt? Jetzt darf ich doch endlich zum Drachenschädel, oder? Ich würde sagen, wir machen erstmal den Meuchler. Dann gehe ich nochmal zum Lager, guck mal, ob ich das machen kann. Spüre die Dieben auf. Ja genau, und dann gehen wir in den Untergrund. Machen, das hier. Ja, das vielleicht. Und dann würde ich, glaube ich, bevor wir... Ich weiß, ich wollte den Kragenweiten erkunden, die Wüste, aber irgendwie will ich das Gewirr noch gleich machen. Schauen wir einfach mal, oder? Oh, kaum, wenn wir das geschafft haben, aber hier. Die Tierhörner, ach, die haben wir von der Mission, glaube ich, bekommen. Ah ja, wunderbar, du hast uns genau das gebracht, was wir benötigen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, jetzt haben wir alle Baumaterialien, die wir benötigen. Jetzt brauchen wir nur noch ein bestimmtes Monster, ein Jagdroboter. Aha, das war auch der. Okay, jetzt weiß ich es aber zumindest nochmal. Gut. Da steht der. Der altbekannte Meuchler. Ich wollte Heuchler sagen. Nee, der Meuchler. Da ist er. Kennt ihr ihn noch? Unser erster Kampf. Das Ende vom Tutorial. Der mechanische Meuchler ist nicht mehr als die meisten seiner Bestandteile. Scheinen noch in. Achso.
ist nicht mehr, aber die meisten Bestandteile scheinen noch intakt zu sein. So war's, okay. Eric beschließt, auf Herrn Richter zu warten. Und da ist er. Was hat er so Pilze auf sich? Puh, das war eine anstrengende Reise. Der Aufstieg ist mir ganz schön auf die Knöchel gegangen. Hey, hast du zufällig vom goldenen Souverän gehört? Er hatte hier früher überall seine Finger im Spiel. Und er war es angeblich auch, der diese Waffenfabrik gebaut hat. Aber nach seinem Tod hat sich niemand um sie gekümmert. Dein mechanischer Meuchler wurde garantiert hier gebaut. Ich klopfe auf Holz, dass ich ihn reparieren kann. Well. Tja, nun habe ich alle Bauteile, die ich brauche. Zeit, dass ich mir die Finger schmutzig mache und mit der Arbeit beginne. Thumbs up! Hoffe ich auch von euch. Herr Richter holt seinen Werkzeug hervor, wer weiß woher, und macht sich daran, den mechanischen Meuchler zu reparieren. Mit Erics Hilfe fügt Herr Richter die Teile wieder zusammen und montiert drei neue Komponenten. Langsam aber sicher setzt er die kaputte Maschine wieder zusammen. Hoffe ich, ist er nicht böse. Und dann werden ganz plötzlich die Systeme des mechanischen Meuchlers wieder aktiv. Bleep, bloop. Knatz, knatz, piep, piep. Das ist eine gute Arbeit. Ich habe mir zwar die Finger wund geschuftet, aber es hat Spaß gemacht. Tja, für mich gibt es hier nichts mehr zu tun. Der Rest liegt in deinen Händen. Danke, Mann. Ich mag ihn. Toller Mechaniker. Hallo. Oberste Detektive, blauhaarigen Jungen beschützen. Piep, piep, blauhaariger Junge erkannt. Du wurdest von einer bösen Kreatur angegriffen. Ich wollte dir helfen. Ich habe gekämpft, um dich zu beschützen, aber ich konnte meine Direktive nicht erfüllen. Eric stellt sich den mechanischen Meuchler vor und erklärt, dass die böse Kreatur in Wahrheit seine Schwester Mida war. Datenbank aktualisiert. Junge heißt Eric, Schwester heißt Mida. Mida nicht böse. Oberste Direktive neu programmiert. Muss Eric beschützen. Neue Seriennummer generiert. Protektorik. Lass mich mit dir kommen. Ich werde für dich kämpfen, bis ich ein rostiger Haufen Schrott bin. Der mechanische Meuchler hat sich die Seriennummer Protektorik gegeben. Wie es scheint, will er sich dem Team anschließen. Protektorik sagen, wie er zur Basis des Teams kommt? Ja, warum nicht? Warum sollen wir es nicht tun? Das war nur ein Missverständnis. Er macht sich zur Drachenbande auf. Mechanikermeister-Achievement. Nice. Ist er jetzt einfach nur so ein Teil der Base? Oh, cool, der Lift wird auch gezeigt. Cool. Ist er jetzt so Teil der Base oder ist er vielleicht mehr? Vielleicht ist er... Okay, nein, anders. Ein Teammitglied? Oder nur... Oder Teil der... Ja, ich weiß, was ich meine. Vielleicht kann man mit ihm als NPC reden. Oder irgendwie anders gemeint. Egal. Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Ihr kennt das Gedöns, ja. Na, Kollege, haben wir jetzt endlich deine blöden Aufträge erledigt? Warum kann ich nicht reden? Aber die da unten noch gegen so einen blöden Schleim kämpfen. Ja, kommt her, Mann! Oh, immer noch was. Was fehlt denn noch? Das haben wir. Über das Bestehen von Gegnern. Okay, dann bestehen wir kurz vier Gegner. Dann ist er happy. Aber ich hoffe, dann braucht er keine neue. Hat da keine neue Mission, weil ich bin ganz ehrlich mit euch, das nervt langsam. Und schaut mal, da sind neue Gegner. Sehr hochgelevelte Schatten sind auf einmal angekommen. Bin mir ziemlich sicher, die waren vorher nicht da. Und nochmal schwitzen. Bam! So. Zwei weitere Male. Dann ist noch ein Schatten und noch ein anderer Gegner, habe ich gesehen. Huhu, er sieht mich nicht, aber ich sehe ihn! Bleib. Nice. Oh ne, ich hab dir Schleim angewiesen. Oh. Und trotzdem erwischt. Aua, aua, Alter. Halbe Leben. Gut, bei dem Level kann ich schon irgendwie sehen, aber das ist trotzdem super viel. Das ist trotzdem super viel, Mann. Viel, Mann. Treasure, wo denn? Komm, nehmen wir den mit. Wenn wir gerade hier sind. Bei einem Treasure haben wir noch nicht verfolgt. Oder? Beim Baum. Also direkt hier, einfach geradeaus gehen. Ein weiteres Gewirr. Wollen wir das machen? Ich würde sagen, ja. Aber ich gehe kurz bei dem Typen Bescheid geben, dass ich also eine blöde Mission gemacht habe. Und hoffentlich gibt er mir keine neuen. Was? Nein, stopp. Reden. Genau, hier. Hast du noch eine Herausforderung abgeschlossen, was?
Du machst wirklich große Fortschritte. Vergiss aber nicht, dass du noch einen weiten Weg vor dir hast, bis du dich mit einem gewissen Sylvanianer messen kannst, der es zum Kapitän gebracht hat, obwohl er ein bloßes Monster ist. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich meinte, dass ich hätte bei jemandem gedient. Tja, das war kein gewöhnlicher Meister, sondern der König von Sylvania. Seine Majestät sah etwas in mir. Er traute es mir zu, Schätze in seinem Auftrag zu suchen. Tatsächlich hat mich seine Majestät zum Kapitän gemacht und mir diese Expedition übertragen. Leider weilt er nicht mehr unter uns. Die Lebensdauer der Menschen ist nur einmal begrenzt. Nichtsdestotrotz lebt sein Vermächtnis auch nach all den Jahren noch weiter. Prinzessin Ernemond ist nämlich seine Enkelin. Ja, und da komme ich wieder ins Quasseln. So ist das, wenn man alt wird. Das wirst du auch noch erleben. Nun denn, falls du wieder Bedarf an Training hast, sollst du Bescheid sagen. Sättigender Schenkel, einer der Lieblingsspeisen von Kapitän Levanta. Es geht das Gerücht rum, er könnte das ganze Fleisch mit einem Haps vom Knochen ziehen. Nom! Mehr! Wer bist du, Goku oder was? Halt doch noch mehr. Oh nein. Bring Medaillen in deinem... Feste den Drachen fünfmal. Das Tier in mir. Ja, ist auch das gleiche, oder nicht? Für seine Deutschanzeige und zeigt der Welt das Tier in dir. Hier ist das Thema zwischen dich und deinen Schätzen kommen. Fünfmal den Drachen. Hm? Bändige Monster. Ohne Witz, seine Missionen sind... absolut nicht spaßig. Ich finde die auch nicht gut. Ich finde sie einfach nicht gut. Was soll ich dazu sagen? Man soll was vielleicht davon lernen, aber nein, einfach nein. Tut man nicht. Ja, wo ist jetzt das Portal? Ah, hier. Rein da. Rein da. Jetzt kämpf gegen einen kleinen Slime. Komm schon, lass mich da rein. Komm, lass den armen kleinen Schleim da. Ey, das ist doch nicht dein... Das ist doch nicht dein Ernst. Kommst du? Gut. Hier ist nämlich ein Schatz, den wir haben wollen. Und ich verspreche euch, wir werden heute noch unten mit Prinzessin Ernemond reden und die Story weitermachen. Jeden Fall. Vielleicht noch den Kampf unten? Bin mir nicht sicher. Schauen wir mal erstmal. Ja, okay. Wir sind beim Drachenkopf. Kein Wunder, dass wir immer noch nur Noob-Gegner sind. Zwar auf einem hohen Level, aber das ändert rein gar nichts. Das ändert halt wirklich gar nichts. Klapp. Ja, und diese Mission, die wir machen sollen für Levanta, die machen wir. Die mache ich auf Dauer irgendwann. Die habe ich auf Dauer irgendwann geschafft. Das wird schon. Oh, die Rüstung, die könnte was drauf haben, aber die ist schon down. Oh, der Schatten. Der Schatten, der wird was drauf haben. Schatten soll man nicht unterschätzen. Haben wir ja vorhin gesehen. Ganz gut. Wieso bist du schon wieder fast dran? Alter! Boah! Boah, was war das denn gerade für ein Angriff? Oh, hier sind noch mehr. Oh, damn. Hier sind Schleimis. Wo seid ihr denn rausgekrochen von? Ah! Bist du tot? Stufenaufstieg. Ah, unten links sehe ich das auch endlich mal. Verschüsse 2 und vorhin war schon da 3 und dann konnte ich den Drachen entfesseln und sonst kann ich nur das Tier hier entfesseln oder so. Boah, warum kommen jetzt auf einmal so viele Gegner auf einmal? War das sonst immer so? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Komm, jetzt besiegt ihn endlich. Ach, das wird mir zu blöd. Jaha! Schön und weg. Gut. Du brauchst dringend Heal. Und mich halt auch noch schnell. Hinein. In die Tiefen. In der Unknown Depths Below. Ich glaube, nach der Ebene kommt dann direkt der Bosskampf. Bitte nicht wieder der Henker. Komm schon, Spiel. Diesmal will ich was anderes haben. Gib mir eine Rüstung oder so. Aber bitte nicht nochmal der Henker. Ich kann ihn nicht nochmal sehen. Ich kann ihn wirklich nicht nochmal sehen. So. Los. Das war gerade auch Aufwärmeübung. Es ist... Chaos! Chaos, Kommandant! Oh nein! Oh! Hat schlechte Verteidigung, ich meine, okay, bei dem Outfit. Aber er hat wohl den Angriff dafür. Oh, und wie er den Angriff dafür hat! Er ist eine Glaskanone! Wow! Kolomena, hier, bisschen Heal. Kannst du gebrauchen. Aber den kriegen wir trotzdem fertig. Der ist jetzt schon Hälfte weg.
Du bist nur eine Glaskanone. Und eine, die geschwächt wurde. Du. Mega-Schwächung sogar. Krass. Komm, jetzt geh down. Gib auf. Gib es endlich auf. Und gib uns den Schatz, den wir verdienen. Wie gehst du denn auf meine Teammates? Lass dir mal in Ruhe. Oh, das ist Leo gemacht. Das wirst du heimzahlen, du Schwein. Oh mein Gott. Ja, er ist wirklich eine Glaskanone. Oh, das muss ich doch nicht nochmal erleben. Oh mein Gott, nein. Oh, oh. Was macht der? Giga-Heap? Wow. Ich muss ihn besiegen. Schnell. Oh mein Gott, er wird mich gerade umbringen. Das war wirkliches Chaos, mein Kommandant. Interessiert nur selber. Eine Medaille und einen unbekannten Schatz. I guess we are done here. Fertig hier. Jetzt renne ich schnell zum Lift. Und wir schauen uns die Sache mal genauer an. Das klingt doch gut, oder? Ah! Und wo kommt der denn her? Da sind wir auch schon. Anemone ist nur ein paar Meter entfernt. Zusammen mit einem Silberschatz. Warum auch immer. Oh, Goldgolem. Nett. Hi. Oh, there you are. Ah, da bist du ja. Und hast du mein Lexikon? Ja. Natürlich geben wir es ihr. Thank you. Wunderbar, danke. Jetzt kann ich den Rest dieses Textes auf dem Monument lesen. Also dann mal los. So that's what it says. Ah, das sagt es also. Die Schätze Drakoniens. Die Drachen gewährten den Menschen ihren Wunsch nach Reichtümern und füllten Drakonien mit großen und kleinen Schätzen. Die sieben Steine, das Saphirauge, das Bernsteinhorn, der Amethystzahn, das Rubinherz, die Smaragdschwinge, der Lapisschwanz und die Zitrinkralle, geboren aus den Wünschen der goldenen Drachen in sieben verschiedenen Farben. Offenbar unterscheiden sich diese sieben Steine von anderen Schätzen. Es handelt sich dabei um die manifestierten Wünsche von Drachen. Tja, das ist der ganze Text. By the way. Also Eric, wegen dieses Wolkenkompasses. Wo hast du das erste Mal davon gehört? Zufällig in eurer Basis? Immerhin befindet er sich an einem höchst interessanten Ort. Excellent. Ganz richtig, wir haben im Gewirr vom Kompass erfahren. Das ist der labyrinthartige Ort direkt hinter unserer Basis. Wenn man es betritt, sieht man ein Bild des Wolkenkompasses. Das Gewirr, wie? So heißt das also? Nun, ich würde mir diesen Ort auf jeden Fall gerne genau ansehen. Ich möchte nämlich etwas überprüfen. Geh einfach zum Gewirr vor. Ich treffe dich dann dort. Oh, okay. Wir treffen uns in unserer Base. Interesting. Und jetzt die Frage. Traue ich mir das noch zu? Ihr seht hier die Antwort. Die Antwort ist ja, aber was zur Hölle? Wo bin ich denn hier gelandet? Ich wollte endlich mal gucken, was der Silberschatz hier ist und... Hier ist einfach eine riesige Goldruhe. Mit einem Schattenjuwel. Ein funkelndes Juwel, das unter Schatten und dergleichen Monstern heiß begehrt ist. Okay, ist das ein besonderes Item? Warum ist das in so einer besonderen Kiste? Schau mal, wie glänzend Gold die ist. Also, da stimmt ja irgendwas einfach nicht. Aber, na gut, okay. Oh mein Gott, da oben links. Yes. Seht ihr es? Yes? Woohoo. Oh mein Gott, da ist... Hallo! Och nein, jetzt habe ich es ausgesehen... Da oben ist ein Ballon. Und wie gesagt, ja, ich werde den Kampf jetzt machen. Ich denke, ich kriege ihn hin. Ich denke, ich kann ihn jetzt realistisch hinkriegen. Aber jetzt will ich erstmal diesen Ballon haben. Der spricht mich gerade viel mehr an. Tatsächlich. Und hier ist noch ein Schatz irgendwo. Ja, komm, lass jetzt mal sein. So wichtig sind die mir jetzt auch nicht, die Schätze. Oh, hier ist aber irgendwo ein richtiger Schatz. In der Nähe. Auch ganz nett. Found some. Oh, hier. Ja, wenn wir gerade hier sind, nehmen wir mit. Wo war denn jetzt der Ballon? Nein, Mist. Ich hab's mir nicht gemerkt. Oh, da ist es wahrscheinlich, oder? Da bei diesem Schlitz, bei diesem Riss. How much is this worth? Keine Ahnung. Ich glaube hier. Komm schon, bitte sag mir, da oben ist es. Ich brauch den. Mein Dagger Gauge ist voll. Ah. Hier ist auch noch ein Schatz. Ah, oh, Mist. Okay, hauen wir es mal ab. Was ist denn da oben los? Ist generell einiges los.
Ja, nee, ich hab den Spot auf Feuer. Fehlt. Da hinten! Hinten links ist noch ein Ballon. Ich bin hier verrückt. Wow. Ich meine, ich muss so oder so backtracken für die restlichen Ballons. Aber wenn ich schon mal welche finde, dann sollte ich die auf jeden Fall schon mal, ne, finden. So. Wenn ich sie finde, finde ich sie. Hier ist ein Golem, glaube ich. Ich habe hier irgendwas gesehen. Ist hier ein Golem? Ist das der, den ich gesehen habe? Haben wir ihn. Nur noch ein Stein. Stärkenderer Schmorbratenrezept. Ah ja. Ey, warum kämpft ihr da unten einfach? Was soll das? Ihr sterbt ja noch. Und das so weit. Weiter geht's. Boom. Ich brauche euch in höchster Topform. Denn da vorne ist einer unserer schwersten Kämpfe jemals. Falls ihr euch noch erinnern könnt. Diesmal sind wir aber gut gewappnet. Höchstes Level 47, niedrigstes Level 42. Ich würde wirklich sagen, jetzt oder nie. Nein, okay, das nicht, aber. Jetzt haben wir unsere besten Chancen. Für den Zeitpunkt. Zumindest. Ups, wollte ich gar nicht. Was soll's. Boom. Speicher sogar. Okay. Los geht's. Anyway. Bum, 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 bum. Ah, ihr wollt kämpfen? Na gut. Wenn es sein muss, der Gewinner kriegt den Drachenstein. Los geht's. How about it? How about it? Ah, jetzt müssen wir noch labern. Ja, wir schaffen es. Yeah. What's that? Komm, right. Ist gut. Smash, smash, smash. Ah, das geht ja noch. Ich dachte, die wären viel höher. Oder wie waren es zu dem Zeitpunkt noch, glaube ich, viel zu niedrig. Gute Miene. Oh mein Gott, sind die stark. Okay, nicht unterschätzen, die sind richtig stark. Vor allem der Gigant wahrscheinlich. Oh mein Gott. Was haben wir noch? Ich hab hier noch ein paar Kugeln. Oh mein Gott, der Schaden! Oh mein Gott, der Schaden gerade. Ja, wie gigantisch. Auch beachtlich zu sehen, dass wir gegen Schatias und Sparta kämpfen. Und sie chillt da oben hier. Mal sehen, was du drauf hast. Toll. Was soll das denn heißen? Das ist ja wohl timierend. Aber egal. Zeit, den Drachen zu erwecken. Drache, erwache! Kennt das einer von euch? Bam, 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 bam. Keine Chance! Und ich habe mir so viel in die Hosen gemacht in diesem Kampf. Wir hätten das viel früher machen sollen. Damn. Das war's halt schon. Nicht mal einen Banner rausziehen. Das war's einfach schon. Und ich dachte schon, ihr werdet nichts weiter als irgendwelche dahergelaufenen Gören. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der dem einäugigen Billy derart Paroli bieten konnte. Tut mir leid, Frau Albani, mit denen sind wir einfach nicht fertig geworden. Das war eine blamable Darbietung. Bitte verzeiht uns, Frau Albani. Der wollte doch nichts sagen. Nachdem wir euren Herrn Katzbalge rausgeworfen hatten, habe ich euch erlaubt, euch mir anzuschließen, weil ihr mir leid getan habt. Aber offenbar seid ihr zu absolut nichts zu gebrauchen. Dismissed. Ihr seid entlassen. Gehen wir aus den Augen. Aber... Bitte, Fräulein Bonnie! Right. Piraten halten ihre Versprechen. Der Amethystzahn gehört euch. Nur zu, nehmt ihn. Yes! Zum Abschluss noch etwas Großes erreicht. Den Amethystzahn erhalten. Das ist auf jeden Fall eine Form. Das kann man so sagen. Just remember. Vergiss aber nicht, dass Kapitän Silberbein ihn mir nur unter der Bedingung überlassen hat, dass ich ihm das gute Stück irgendwann zurückgebe. Wenn er erfährt, dass er verschwunden ist, tja, wer weiß, was er dann tut? Ich an eurer Stelle würde aufpassen. Verstanden? Und es hat ab! Smash, smash. Geklappt. Wahrscheinlich ein Flügel benutzt. Vermute ich mal. Den Amethystzahn! Ein seltsamer, wie ein Reichszahn geformter Stein. Er scheint eine brutale Kraft in sich zu bergen, die alles und jeden durchschlagen kann. Oha! Das klingt ja mal krass. Oder so. Hä? Was zum? Was? Okay, du kriegst meinen letzten Stein. Wie habe ich das hier... Wie konnte ich das übersehen? What?
Und hier ist der Bahnhof. Wie habe ich das übersehen? Ha. Huh. Schätze, das sieht man von hier aus nicht, nur beim Rückweg. Bin ich immer anders zurückgegangen bei meinem Rückweg? Ach, keine Ahnung. Gehen wir jedenfalls zur Drachenbande, denn das ist ein Animal. Scheint ja auf uns zu warten. Vielleicht ist auch ihre Quest jetzt vorbei. Ich bin mir nicht sicher. Könnte aber auf jeden Fall sein. Die Möglichkeit besteht. Blip, blip. We're back. So, wir wollen da schauen, was für geile Schätze wir gesammelt haben. Und vielleicht sind wir ja diesmal wieder in Rang 4. Glaub's nicht. Aber wir schauen mal. Okay, was haben wir noch so Schönes? Worte der Weisheit. 1,8 Millionen, eine Schriftrolle, deren Text den Leser ins Land der Erleuchtung führt. Okay. Statue eines Kampfkünstlers. Fast 100k. Die Statue eines katzenhaften und kräftigen Kampfkünstlers, der mit Vorliebe kritische Treffer landete. Katzenhaft? Was? Statue eines Händlers. Fast 100k. Die Statue eines geborenen Kaufmanns, der sich keine einzige Goldmünze entgehen ließ. Und eine ikonische Halskette. Aus echtem Gold und echten Rubin und Platin und Diamanten und alles. Rubisauge. 23 Millionen. Ein Amulett, das seinem Träger den Schutz der Göttin Rubis gewährt. Alright. Yeah, Statue einer Kampfkünstlerin. 200k, die Statue einer ist... Okay, ist das gleiche wie der andere Typ. Nur in weiblich. Hm, interessant, dass es die männlich und weiblich gibt. Was hast du bedeuten? So, und unsere anderen Schätze auch noch schnell. Ja. Ein Stück Fleisch an der Keule. Oh, hab ich jetzt gesehen, wie viel der Wert das war? Muss nochmal zurückspulen. Das ist auf jeden Fall 4,5 Millionen. Und unseren ikonischen Drachenzahn. Bam, 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 bam. Nicht Drachenzahn, Amethystzahn? Hey, ja. 93. Ne, 39 Millionen. Das war ein anderer krass. 39 Millionen. Nett. So viel von nett. Und nochmal im Schatz polieren lassen. Die Stiefel fahren war Luigi. Nice. Und. Eyes on the prize. Eyes on the prize, Leute. Eyes on the Upload der nächsten Folge. Die wollt ihr nicht verpassen, oder? Ich denke mal nicht, oder? The treasure forecast has changed. It's my turn now. Take care.